connected. Es war klar, dass so ein Vlog mit dir sein musste. Also echt. So kaputte Sachen geschehen. Direkt sich verlieren und keine Ahnung, wir beiden verplanten. Ich glaube, das hätten auch alle in den Kommentaren schon gesagt. So, ey, wenn du mal mit CoverQ ein Video machst, dann passiert nur noch Unsinn. Bitches tanzen à la Figaro. Oh, yeah. Es ist Blackout, Shorty kriegt dein Blackout. Blackout, Blackout, Shorty kriegt dein Blackout. Moin moin ihr anderen, was geht ab? Blackies am Start und willkommen zu einem neuen Drift Duel Vlog. Mit dabei ist Skizzy CoverQ. CoverQ, richtig geil. Lass mal ein Like da, dass wir hier mal einen Duel Vlog in Berlin zustande bekommen haben. Naja, wir sind nicht gerade in Berlin, aber nee, wir sind irgendwo in einem richtigen Dorf hier. Leute werden sich auch fragen, wo sind die hier mit den Maschinen, ne? CoverQ mit seinem neuen Design sieht in echt wirklich geil aus als in den Videos, finde ich, wirklich. Okay. Und diesem komischen Schleifentier, was da am Reifen rutscht. Wo sind die jetzt lang gefahren? Ich glaube, die sind rechts lang gefahren. Aber ich habe keine Ahnung. Fahren wir einfach mal rechts. Ja, das ist natürlich, wir sind gerade mit anderen Leuten unterwegs. Mit Alpha Vlogs, Xenia und Dominik. Aber irgendwie haben wir, sind die schon vorgefahren oder so? Ja, direkt verloren. Und wir kennen uns hier null aus. Oh, Digga, ich habe nur 4% Akku. Also, wir sind wahrscheinlich verloren. Für immer. Ey, wir fahren wahrscheinlich auch in eine völlig falsche Richtung. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich hoffe, auf der Linse landet nichts. Ey, dieses Tier hängt richtig am Reifen. Richtig am Reifen. Guckt euch das mal an. Was ist das für eine Scheiße? Scheiße? Das ist geil, Digga. Aber das sieht echt geil aus. Hä? Ich weiß nicht, Digga. Oh mein Gott. Sollen wir umdrehen? Ja. Die werden uns schon abholen wieder. Junge, erster Vlog und völlig verplant. Sind die jetzt einfach abgehauen ohne uns? Ja, verstehe ich jetzt auch nicht. Ich kenne mich hier null aus. Das ist so wie vorhin. Da wurden wir in irgendeinem Todesende, wo die Straße einfach aufgehört hat und es war nur noch Feldwege. Da wurden wir hingeführt. Also da hatten wir schon Angst, dass wir entführt werden. Und jetzt sind die einfach abgehauen und lassen uns hier in der Pampa stehen. Das ist doch nicht schön. Junge, wie das ballert, Junge. Der ist einfach nur schön, dieser Auspuff. Zumindest an der S1000RR. Das ist sehr schön. Hier sind sie nicht mehr. Nice. Das ist nicht deren Ernst. Kannst du eigentlich einen Anruf empfangen, wenn man dich jetzt... Ja, aber nur, wenn wir zu zweit sind. Okay. Nicht im Gruppenkommunikation. Weil als du mich angerufen hast, ging das nicht. Da hat nur meine Tasche vibriert. Ah, okay. Deswegen, wenn ich rausgekickt wird, sagt es ja auch immer wieder Handy verbunden. Ja, das Ding ist, mein Handy ist hier in meinem Sozius-Abdeckung drin. Geil. Also. Ach so, falls ihr mit jemand von denen anruft. Falls sie uns jetzt anrufen, sind die das da vorne oder ist es nur eine Fata Morgana? Eine Fata Morgana? Fata Morgana. Fata Morgana, bestes Wort, Mann. Ey, dass wir mal einen Dual Vlog hinkriegen, ne? Hätte ich auch nicht gedacht. Finde ich richtig geil. Ist, ich finde es auch geil, aber dieser Dual Vlog, der ist ja jetzt richtig verkackt. Warum? Weil wir verdammt nochmal sterben werden, wirst du dieses Video niemals hochladen. Also Leute, wenn ihr das Video jetzt seht, haben wir es doch überlebt. Yeah. Also, ich weiß nicht, wir sollten wirklich anhalten und mal gucken. Hier laufen so Kühe und so. Ich glaube, jetzt haben wir richtig verkackt. Wir sind in Nettgendorf. Kennst du? Noch nie gehört. Junge, dass die auch einfach abhauen! Oh, ich fahre hier rechts. Ja, das ist mega komisch. Oh, ich fahre hier links. Oh, ich fahre hier rechts. Alter. Ich fahre jetzt noch ein Stück weiter. Wirklich? Warum? Lass mich nicht allein, Digga. Ja, noch hinter die Ecke, ob die hier stehen vielleicht. Mein Handy ist einfach aus. Wie findest du denn das Bike? Ey, das Motorrad ist so schön. Also wirklich, ich finde es richtig also, toll. Ich finde, man muss das die S1000RR muss man ja schon mögen so. Echt? Vorne zumindest. Ja, okay, ja, das ist klar. Cool. Von vorne diese zwei verschiedenen Lichter, ne? Aber daran habe ich mich richtig gewöhnt. Und bei der neuen sieht es geiler aus als bei der alten, finde ich. Nicht mehr so auffällig. Und dann das Design mit diesem Kiemen hier rechts ist natürlich geil, ne? Der SC Project ist pervers. Vor allem, weil der ist, glaube ich, aus Titan. Der verfärbt sich langsam.
Und das Heck ist natürlich absolut pervers. Ja, aber das Heck ist ja immer schon so, oder? Ja. Aber er hat jetzt eine Sozius-Abdeckung. Ja, mich ruft auch keiner an. Hilfe. Bei mir steht einfach nur, bei meinem Handy steht einfach nur Starting Phone. Aber mehr nicht. Was ist das? Ja, was sollen wir machen? Wieder zurück in die andere Richtung dann. Ja, lassen wir nochmal vor der Taverne da chillen. In der Hoffnung, dass sie da zurückkommen. Aber wie bescheuert sind die denn, dass die ja, das ist echt. Dass die nicht warten irgendwo um die Ecke. Hier ist ein kleines Lämmchen, das guckt mich an. Ich glaube, der Regen ist schon wieder vorbei, oder? Ja, es war nur eine kurze Schauer. Ja, Gott sei Dank. Das ist auch so geil, dass hier 30 ist so. Jetzt fahre ich genau die richtige Geschwindigkeit. Ist natürlich geil für so ein Sportsbike. Ja. Das ist so wie in der Stadt fahren. Weil man in der Stadt wahrscheinlich noch schneller fährt. Mir ist gerade irgend so eine Fliege ins Ohr geflogen. Durch dieses... Durch den Helm? Durch den Helm in das Innenpolster. Ich hoffe, das jetzt raus. Wenn es gleich wieder anfängt zu fliegen da. Das ist da drin! Flieg raus, dummer Hund! Bau keinen Unfall! Bau keinen Unfall! Guck mal, wie die hochkommt! Welcher Gang bist du? Erster! Okay. Vorhin auf der Autobahn, in welchem Gang warst du da? Zweiter. Nee, oder auch erster. Heftig. Der erste, der dreht ja bis 16.000. Ist im ersten nicht ein bisschen schlecht einzuschätzen? Ja, eher, aber wenn du bei... Ich weiß nicht. Das ist halt am leichtesten am Anfang, ne? Ja. Der Quickshifter ist auch so geil. Ja, Quickshifter ist echt nice. Das ist so ein Gimmick, das braucht man zwar nicht unbedingt, aber wenn man es hat, dann will man es glaube ich nicht mehr vermissen. Wo seid ihr? Die sind einfach... Guck mal, vorne, wo wir umgedreht haben, ne, da sind die glaube ich links gefahren. Wir fahren einfach mal jetzt dahin. Weißt du, wo Alpha und Debo wohnen? Nee. Die werden mich doch jetzt wohl nicht alleine lassen. Nein, das macht gar keinen Sinn. Aber dadurch, dass sie uns gerade nicht erreichen. Obwohl, dich können sie anrufen, ne? Ja. Ja, okay, dann macht es keinen Sinn. Und ich bin los. Ich glaube, die sind hier links gefahren. Aber noch. Die angucken, einen angucken, Alter. Du musst Angst haben, dass sie hier stechen. Ja, nee, weil hier gibt's nichts. Die sind hier. Hier sieht's aus wie Zweiter Weltkrieg. Guck dich mal um. Ich meine, das ist echt nicht mal böse oder so. Krank. Hier ist ein Holzhaus. Guck mal. Sieht aus wie in Kanada. Daran sind wir aber vorbeigefahren. Ich erinnere mich, daran sind wir vorbeigefahren. Das heißt, wir kommen von hier. Vielleicht sind die dann doch nach rechts gefahren und nicht hier lang. Weil wir kommen von hier. Boah, Alter. Ja. Und wie findest du es so hier in Berlin? Sind die das? Nee, das sind die. Das sind die, das war nur Jerome. Umdrehen. Okay. Das haben die uns so gesucht, oder was? Ja, aufgeteilt. Richtiger Suchsquad. Hä, aber warum? Was haben die denn gemacht? Wieso kommt er jetzt aus der Richtung? Das ist gut unlogisch. Vor allem müsste er ja vielleicht schon hier lang gefahren sein und dann ist er zurückgefahren und hat so gedacht, oh, die sind hier nicht lang gefahren oder sind schon weg. Und jetzt wollte er zu den anderen. Das ist echt so geil. Was passiert hier? Es ist einfach komisch. Vor allem, warum ist er nicht zum... Ey, weißt du, was ich geil finde?
es war klar, dass so ein Vlog mit dir sein musste. Also echt. Der ist so kaputte Sachen ja. geschehen. Direkt ja. sich verlieren und keine Ahnung, wir beiden verplanten. Ich glaube, das hätten auch alle in den Kommentaren schon gesagt. So, ey, wenn du mal mit CoverQ ein Video machst, dann passiert nur noch Unsinn. Junge, ja, so muss das sein. Du hast so Sonnenbrand im Nacken. Der ist richtig ehrlich? Rot hier. Das ist krass, nur von der Kartbahn heute. War das draußen? Ja, ja, klar. Boah, chillig. Yep. Krank, jetzt sieht da vorne Wheelie. Echt Lawine. Aber warum kommt er jetzt von hier und zur Hölle Warte? Ja, und fährt wo ganz anders hin, ne? Ey, das wird immer gruseliger, ne? Boah, man hört ihn richtig krass. Ja, man. Ich finde sein Sound auch richtig geil. Das ist krass jetzt. Die Frage ist, wo fährt er denn hin? Mann? Ja! Die anderen. Haben die anderen ihn auch irgendwie im Stich gelassen? Oder sucht er jetzt so die anderen? Er sucht jetzt die anderen. Vielleicht ist er komplett verloren. Ganz alleine. Zwei hat's gewinnt. Jetzt hat er uns gefunden und jetzt sucht er noch die anderen. Richtig geil. Ist so behindert. Ist einfach so behindert. Sag mal, bist du eigentlich zufrieden mit der Z900 bis jetzt? So? Ja, also ich bin schon sehr zufrieden, also bis auf den Sound natürlich, aber daran werde ich auf jeden Fall noch arbeiten. Die ist auch Euro 4, ne? Ja, yeah, genau, aber das ist halt dieses... nicht dieses BMW Euro 4, wie du gerade hast. Das ist echt so unlogisch. Also, dass das auch erlaubt ist, wundert mich so krass. Alles so, kommt drauf an, wie viel Geld du in den Staat investierst und je nachdem kriegst du dann mal eine Genehmigung oder halt nicht. Ich glaube, es ist echt so. Ja, ist auch so. Ist irgendwas gekauft. Oh, tschüss, sind sie! Komplett weit weg. Hä? Wo seid ihr lang gefahren? Warum habt ihr denn nicht Bescheid gesagt, dass ihr losreist? Ja. Nee, wir wussten nicht mal links oder rechts. Und dann wart ihr da nicht, dann sind wir zurück, dann sind wir nach links gefahren, raus. Was? Ich dachte, du kennst Dobrikow. Was? Hey. Ja, Leute, wir waren auf jeden Fall gerade fett raus unterwegs. Haben uns auf jeden Fall ein paar geile Kurven waren dabei, oder? Ja, auf jeden Fall. Es macht ja auch einfach Spaß, mal ein bisschen gechillt zu fahren, weißt du? So schöne Kurven, aber nicht ans Limit gehen, weißt du? Weil dafür ist einfach sowas wie Rennstrecke da. Genau. Übrigens finde ich das 701er Design von Rexxer so geil. Das hat er selbst gemacht. Echt? Ja, hat er komplett selbst gemacht und ich finde es auch ziemlich nice so. Das ist richtig schön. Ja, ihr Subo-Leute habt es ja immer mit euren Dekors, ne? Ja, ich hab ja auch neues jetzt. Mittlerweile wurde es schon vorgestellt, aber... Jetzt, wo das Video kommt, meine ich. Nicht, wo wir schneiden. Und, wie ist es? Oh, richtig geil. Oh, die Maschine sieht auch echt gut aus. Ja, aber deine ist auch echt schön, finde ich. Ich finde sie in echt... Oh, danke schön. Ich finde sie in echt schöner, als sie in den Videos rüberkommt. Vor allem so bei der Belichtung jetzt und so. Yeah, so geil. In Dämmerung kommt das richtig geil, ja. Oder wenn diese rote Sonne hier drauf scheint, dann kommt... Keine. Oh ja, glaube ich. Ja, ja. Fällt mir auf jeden Fall. Ey Digga, mit diesem Motorrad ist es glaube ich so schwer, wenn man die Daily fährt und auf geilen Strecken, nicht seinen Führerschein zu verlieren. Also, ich meine, ich habe mich jetzt mittlerweile so verändert, dass ich das echt so im Griff habe, würde ich sagen. Ne? Aber wenn man jetzt so ganz abseits von so dieser Szene ist und von dem Kamera-Lifestyle, dass man alles aufnimmt und ja theoretisch sein eigenes Beweismaterial hochlädt, ne? Genau, genau. Wenn man da drin ist, dadurch bin ich so ruhiger geworden und fahre ganz anders, habe einen ganz anderen Fahrstil. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte das nie gemacht
und würde nie eine Kamera haben und so, ey, dann bist du so leicht, so schnell, weil es dir einfach egal ist. Es sagt dir ja auch niemand irgendwie, ey, du fährst behindert. Ja, genau, weil es ja keiner sieht. Ja, ja, genau. Das ist ein ganz geiler Ausgleich auch im Internet, weil du halt die Kritik und so immer hast. Ja, das stimmt. Liest du dir eigentlich all deine Kommentare durch? Nee, aber viele, so oft ich kann, weißt du, wenn wir jetzt unterwegs sind heute, mache ich nichts. Heute ist ein Video gekommen, ich habe keine Ahnung, wie viele Klicks, ich habe keine Kommentare gelesen, weil ich einfach immer noch so das Privatleben und den Spaß und so auf jeden Fall davor stelle. Aber wenn ich jetzt später irgendwo bin und wir chillen und sitzen rum, rauchen Shisha oder so, dann lese ich auf jeden Fall ein paar Nachrichten, ein paar Kommentare, weil es mir auch Spaß macht so, ne? Ich glaube, du kannst verstehen, bei dir wird das ähnlich oder gleich sein, ne? Ja, ich kann sagen, Glück noch, dass ich halt noch meine Kommentare wirklich alle lesen kann. Echt? Weil es halt nicht so geil ist. Also es sind schon viele, aber es geht noch. Ich sitze da gerne abends einfach, mache mir hier bei YouTube am PC die Kommentarseite, wo alle Kommentare einfach aufgelistet sind. Dann scroll ich einfach durch und so. Ja, geil. Ja, chillig. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist auch voll wichtig so, der Kontakt zur Community. Dass man auch sieht, so was wollen die, was finden die geil, was finden die scheiße und so, ne? Ja, richtig. Ja, ich glaube, wir müssen wieder aufholen, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wie schnell hier ist. 120, oder? Wir waren ein bisschen langsam die ganze Zeit. Irgendwie 100. Schön gechillt, Wahnsinn. Ja, aber weil es auch mal geil ist, ne? Es macht so Spaß. Ja, ganzen Tag, wo man die ganze Zeit ordentlich gefahren ist und so. Rechts. Oh, da hat er aber jetzt gut gewartet. Das hätten wir echt verpasst. Danke, Jerome. Ja. Danke, Jerome, nochmal. Vor allem, wenn man die ganze Zeit schon ordentlich gefahren ist, dann ist es voll entspannt, wenn man gegen abends hin auch so runterkommt. Ja, total. Und einfach so, dass man genießt, so tief durchatmet, ne? Genau. Und so ein bisschen, da hätte ja Debo jetzt anhalten können, das wäre schlauer gewesen. Scheiß auf Debo. Danke, du bist unser Held. Ey, wir sind 117 gefahren, es war 120. Seid ihr etwa zu schnell gefahren? 200 PS, 120. Junge, was hier für ein Unfall passiert? Auf jeden Fall kein Öl. Das ist auf jeden Fall nice. Warte, und Wheelie mache ich auch noch. Abschiedswheelie und Jerome auch. Und ganz ungefährlich und ganz legal. Hier ist nämlich auch 120. Damit verabschiede ich mich von euch. CoverQ, sagt mal tschüss. Tschüss, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Däumchen mehr wie immer, Träumchen. Sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, peace. Und haut rein, ihr da dran. Pa, pa, pa.